Ah, ich wollte Sie etwas erklären. Diese Haarbraun, ich habe gemacht und Emir, diese U-Bleche, diese U-Bleche und U-Ketteverlaufung sind Emir 2 bis 3 mm Länge. Deswegen ich mache Emir hier bundig mit diesem U-Profil. Hier, schau mal. Hier, hier mit hier und hier mit hier. Ich mache bundig von dieser Seite, von hinten und dann von vorne bekomme lange Seite 2 bis 3 mm Länge. Und nachher, ich kann nicht diese schneiden, sondern ich schleife. So. Schau mal hier. Von anderer Seite, ich habe bundig gemacht, noch nicht geschliffen, nur ich habe hier geschliffen. Hier, damit ich ein bisschen schweißen hier geschliffen und hier. Sie können schauen, hier ich habe noch nicht geschliffen, schau mal, noch nicht. Hier ich habe ein bisschen Fasern gemacht und hier auch nicht. Schau mal, nicht geschliffen, nicht die ganze Länge nicht geschliffen. Diese Seite, das ist die interne Seite. Dann die andere Seite ist vorne. Ich mache immer so 2 bis 3 mm. Ich kann nicht schneiden, sondern nach dem Schweißen ich schleife mit hier bundig mache ich. Nachher ich mit dem Anschlagwinkel einmal kontrolliere, damit die nicht raus sein. Die muss auch bundig sein hier. Hier, wenn schauen, ich habe geschliffen hier 2 bis 3 mm die ganze Länge. Ja, da. Das ist das. Das jetzt ist ungefähr ist fertig. Ich muss nur ein bisschen die Spritze putzen und dann ist fertig. Ja. Unten auch, die alle sind parallel, alle liegen auf den Eckrohre und U-Profilrohre. Was ist das? Heute ist der 3. Oktober 2022.